Und damit herzlich willkommen zurück zum ATS. Beim letzten Mal haben wir echt eine Expressreise hingelegt, denn wir haben die drei LKWs von Kenworth Huckepack zum Hafen gebracht und haben da eine Ruhepause eingelegt. Und von hier aus wollen wir gucken, dass wir wieder weiter wegkommen in. Ja, wo wollen wir hin? Wir stehen da. Ich wollte eigentlich theoretisch Richtung San Diego und hier im Süden noch ein bisschen rumfahren. Oder Richtung Salt Lake City wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Jo, Las Vegas waren wir. Wir gucken einfach mal, was das hier so im Angebot für uns gibt. Wir sind in Oakland und wir haben hier Arizona Page. Eigentlich finanziell perfekt. Ich würde eigentlich, naja. Hält sie gerade stark in Grenzen, muss ich wirklich sagen. Komm, wollen wir eine Runde Holz fahren? Was ganz was. Obwohl von hier aus kommen wir nicht großartig weiter weg, ne? Wir haben 14 Uhr. Theoretisch würde ich auch gerne was Kurzzeit fahren wollen. Oder wollen wir einfach nochmal schlafen? Ich weiß gerade nicht genau. Hört man das? Da hupt das Schiff im Hintergrund. Hört man vielleicht gar nicht. Aber guck mal hier, wie die Container, wie viele verschiedene Aufschriften, das ist schon. Ach, das ist so ja ein Schiff. Guck mal, da ist die Brücke. Schon beladen, das Ding. So wieder cool. Ja. Ja, was machen wir nun? Groß rumquatschen ist immer doof. Deswegen würde ich sagen, wenn wir stehen hier. Schwertransport würde ich ungern fahren. 48 Tonnen, weil so der kraftvolle LKW ist er nämlich nur doch nicht. Komm, wir fahren das hier. Da können wir wahrscheinlich noch ein bisschen was dran machen. Das wird dann eine recht entspannte, kurze Runde werden. Hoffe ich, denke ich. Würde ich auch hier noch da lang? Ja, okay. Wir können definitiv an der Trailer-Konfiguration noch was machen. Also würde nicht bei dem eh kurzen Kleinen bleiben, hoffe ich. War das hier, ja? Ja, war hier. Das ist ja günstig, ne? Pass mal auf. Dann nehmen wir den 3424 und machen daraus mal ein bisschen mehr. Hier sind 4414. Wir können aber auch noch 5685. Ja, dann machen wir das mit die Doppeltrailer, oder? Das hier finde ich ganz cool. Damit fahre ich recht gerne, muss ich sagen. So machen wir das. Den nehmen wir den und fahren das nach Fresno. Abfahrt. Das laden wir uns auf. Wir müssen irgendwie umdrehen hier. Wo steht denn der Quatsch? Ja, da hinten. Da hinten stehen sie. Da blinkt schon das Zeichen darüber. In Fahrposition. Wir brauchen eigentlich bloß rückwärts ran und können gleich wieder los. Eigentlich praktisch. So machen wir das. So weit sind wir lange nicht gefahren, habe ich gerade das Gefühl oder täuscht mich das? Oder ich habe lange nicht gespielt. Obwohl doch. Das nehme ich hier jetzt auch auf dem Freitag auf. Sonst mache ich ja immer Samstag oder Sonntag Aufnahme, aber heute mal auf dem Freitag. So. Schöne Balken. Oder was? Was wiegt der Quatsch? 18 Tonnen? Ach doch, die fällt mir. Das ist optisch eine coole Kombi. Auf jeden Fall. Aber ja. So.
hier ist ein schön doll viel bunt im Hintergrund. Wir müssen mal ein bisschen beiseite fahren. Der Schlepper da vorne. Cool gemacht. Hat er sich da gerade verschluckt oder was wartet? Ja, ist immer noch sehr bunt hier. Da hinten stehen übrigens die anderen beiden dicken Dinger. Ist schon besser. So, den holen wir mal. Weil gleich um die Ecke ist es ja auch nicht. Aber vielleicht, wenn wir da sind, haben wir es auf den Nachmittag. Dann können wir... Guck mal, wir fahren knapp 3,5 Stunden laut Karte. 160 Meilen. Das ist ein guter Tagesritt eigentlich, denke ich. Da brauchen wir nicht splitten irgendwie oder aufteilen. Ich denke mal, da können wir ein Stück durchfahren. Sollten wir auch schaffen. Ganz gemütlich so, ja. Wenn wir da sind, haben wir den abends. So gegen 18 Uhr ungefähr. Passt eigentlich perfekt. Dann können wir da nochmal eine Runde schlafen gehen. Ja, machen wir mal einen entspannten. Also mit die 18 Tonnen kommt da gut klar. Habe ich gerade den Eindruck, wenn wir gleich von Autobahn sehen, aber ich denke mal, das sollte keine Probleme. Keine. Da war ja ein schöner Eng aus da gerade. So, wir wollen da rechts rum. Bei Rot dürfen wir theoretisch fahren. Ja, dürfen wir. Okay. Gott, die Straße, was der für ein Flickenteppich ist. Laut, der Kollege. Ich habe im anderen Spielstand mal probiert, den Canvas W900. Muss ich leider sagen, motorklangtechnisch ist da ein Spei, was mich... Ey, hallo! Stimmt denn nicht mit dir, sag mal? Motortechnisch ist da irgendwie nichts dabei, was mich irgendwie begeistert hätte oder so. Also ich habe auch echt rumprobiert, viele sind einfach stumm, da passiert nichts. Ich weiß nicht, warum und wieso und woran das immer liegt, dass die gemoddeten LKWs mit den Motoren, die dabei sind, einfach immer leise und ohne Sound sind. Also verstehe ich nicht, aber na gut. Muss man halt probieren und gucken, dass man da was rauskriegt oder was findet, was irgendwie einigermaßen passend ist. Also hier geht es, Gott sei Dank. Kann ich mich eigentlich gerade nicht beschweren. Die Frage ist halt, was will ich denn hier als nächstes für einen LKW fahren? Wie gesagt, ich hätte Bock auf einen Freightliner. Den muss ich ehrlich sagen, habe ich im anderen Spielstand mir denn geholt. Motorklangtechnisch ist er etwas kastriert. Aber... Da würde ich denn wirklich kabinentechnisch nochmal irgendwie gucken, dass wir da... Weil langer Radstand ist schon echt ein bisschen anstrengend. Ich habe mir an sowas hier schon ein bisschen gewöhnt mit kurzem Radstand. Fährt sich einfach angenehmer um Kurven. Genau. So, freie Bahn. Tada! Irgendwie mag ich die Karre hier. Also der fällt mir optisch noch mehr wie der Scott, muss ich sagen. So ein bisschen oldschool, aber irgendwie nicht hässlich. Und das Blau von der Lackierung ist ja auch nicht mal so schlecht. Kann man mitfahren. Doch, ist okay. Auf den Freikleiner hätte ich trotzdem Bock. Und der war ja nicht so teuer, muss ich ehrlich sagen. Also, ich war überrascht.
Die ganzen Anbauteile halten dich irgendwie auch in Grenzen. Da habe ich auch schon rausgefunden, dass manche Sachen nicht so cool sind. Jo. Aber ich hätte auch mal irgendwie Lust auf eine große Fahrerkabine mit einem großen Sleeper hinten dran und das wird der bekommen. Und wir sind gar nicht mehr so weit weg, dass wir den Kredit hier ablösen können. Deswegen denke ich, wird das nicht mehr allzu lange dauern. Hoffe ich. Und dann gucken wir mal nach dem Freigländer. Naja, wird auch nochmal irgendwie ein Erweiterungsmod mit der neuen Version. Den werde ich dann wahrscheinlich mal raufspielen und gucken, ob das funktioniert soweit. Wenn es denn soweit ist. Also erstmal hätte ich gerne den Kredit weg. Danach können wir gucken nach einem neuen LKW. Aber ich glaube, wir sind schon bald an dem Punkt, da wir Angestellte haben, die verdienen auch ordentlich Geld. Wir haben, glaube ich, keine firmeneigenen Trailer laufen hier in dem Spielstand. Deswegen sollte das relativ zügig jetzt klappen mit finanziellen Einnahmen. Wir können noch mal kurz gucken. Wir haben drei Fahrer: Peter Pan, Cape Paul und Ryanair, also rein Prominente. Ja, die beiden machen nichts, die pennen rum. Die sind Gott sei Dank am produktivsten. Er fährt mit einem Freightliner, mit einem Peterbilt, mit einem Scott. Ja, auf Liga haben wir keine. Und wir hätten theoretisch noch einen Platz frei, oder? Garagenmanager? Ja. Platz für einen weiteren hätten wir noch. LKW-Manager, wie immer zum LKW-Händler. Dass ihr auch wisst, worüber ich spreche. Den haben wir. Und den hätte ich gerne. Der ist ja auch nicht so teuer. 118 mit Konfiguration war ich, glaube ich, bei knapp 160 oder sowas. Jed. Aber das alles zu seiner Zeit. Wir fahren hier erstmal und müssen das Holz abliefern. Aber 95 Meilen, das ist ja auch relativ schnell erledigt, das Thema hier. Wir sind Subaru, ne? Alter. Irgendwie fetzt das Ding auch. Aber 60 Meilen sind echt langsam. Also Kalifornien ist kein cooler Start. Also da kommt man re relativ langsam voran. Im Vergleich zu allen anderen. Bevor wieder ein Unglück passiert, nehmen wir mal lieber wieder die Innenansicht. Denn hier wird der Verkehr ein bisschen dicke. Ich glaube, wir machen gleich die dritte Spur auf. Weil der Flamingo-Bus da vorne, der fährt nicht so schnell, wie ich das gerne hätte. Aber wir fahren da oben schon wieder runter. Deswegen bleiben wir mal lieber hinter, weil da vorne fahren wir ab. Hä? Und denn? Ah, jo. Nee, das ist ja hier alles mit. Dann fahre ich den Highway aber weiter. Was ist denn das für ein Quatsch? Dann fahre ich hier runter und dann da lang. Was ist das denn hier? Nee. Da fahre ich aber geradeaus weiter. Finde ich gerade ein bisschen Quatsch. Also wenn da nur Ampeln da sind, dann hält der Ewigkeiten auf. Da fahre ich die 70 Meilen lieber geradeaus, da habe ich mehr von. Oder was? Also Navi bei aller Liebe, ne? Aber nö. Nicht so. Ich hoffe, da kommst du gleich alleine drauf. Navi ganz anderer Meinung? Ah, ja.
zeig mal her. Genau, also so dachte ich mir das auch, alles andere macht doch keinen Sinn, wenn ich hier ständig. Nee. Theoretisch sind wir hier auch schneller, weil ich glaube, da drüben darfst du. Obwohl. In Kalifornien darfst du für Landstraße genauso schnell fahren wie für Autobahn, weil für Autobahn darfst du halt nicht schnell fahren. Aber ja. Doch, wir fahren hier weiter. Was ist das denn? Ach, Dächer. Ich dachte, was ist der für ein Bunker oder was? Hä? Gut. Ja. Und hier unten ist der Meilenzähler, wie das aussieht. Da? 2283, 84, 85, glaub, das ist unser Kilometerstand, was der LKW gerade runter hat. Ist noch nicht so viel. Aber ja. Hat er halt, ne? Wenn man das umrechnet auf Kilometer, dann glaube ich war 1, hatte ich aufgeschrieben, ist schon wieder weg. Schön. Muss ich mir hier an der Seite irgendwo hinschreiben. Frage ich ja sowieso ständig nach, was ist Meilen und Kilometer und bla und km/h und Meilen pro Stunde und. Den mache ich mal jetzt gleich. Ich glaube 1,4 oder so was war das, ne? Meilen und Kilometer. Meilen zu Kilometer. So, 1,6 Kilometer ist eine Meile. 2300. 2300 mal 1,6. Na, 3600 Kilometer schon gefahren mit dem LKW hier. Das ist schon nicht wenig. Dafür, dass wir den gefühlt noch ja nicht so lange haben. Eigentlich, glaube ich. So, wir werden dann hier über die Brücke hier rüber fahren. Und auch über die Brücke hier wieder rüber. Fragen Fuchs, warum? Wir fahren einfach die Abfahrt hier ab und sind dann eigentlich meiner Meinung nach sehr schneller da. Weil wir keine Kreuze und keine Ampeln und nichts haben. Ja. Navi ist halt nicht immer schlau. Oh, das ist aber nett. Der fährt ab. Aber ziemlich vertrauenserweckend gesichert, ja? Also drei Gurte rum, fertig. Da kennen die nichts. Sagen die Amis, das hält. Mir sollte ja sein, ich bin dafür nicht verantwortlich. Ich habe die Trailer so übernommen. Also ist der fahrt mal schön. Ja. Der verladet, auch für die Ladesicherung verantwortlich. Wir natürlich auch. Wir kutschen die Kacke durch die Gegend, aber. Ja. Festgemacht hat das ein anderer. Oder wie siehst du das? Was stand da? Oh. Fahren schon coole LKWs hier rum im Verkehr. Kann man nicht anders sagen. Ich hätte echt Bock auf so einen schönen Frontlenker, so einen Freightliner so. Ich hatte schon mal eine Mod runterladen mit einem Freightliner und Frontlenker, aber der hat überhaupt nicht funktioniert. Der hat sogar so schlecht funktioniert, dass das Spiel dann nicht mehr funktioniert hat. Also nach dem Starten ist abgestürzt und da dachte ich mir, jo, den haust du wieder raus. Also kannst du ja nicht spielen. War schade, weil das war so ein schönes Custom-Fahrzeug, wo man wieder echt viele coole Sachen dran umbauen konnte und naja. Siehst du, der. Oh, wir haben grün. Perfekt. Hallo. Grün. Hier ist auch grün, oder? Ja. Sehr schön. Und hier vorne fahren wir jetzt einfach den anderen vor die Karre, weil dann lässt er uns auf seine Spur. Genauso. Haha. Nein. Ich hab gehofft, der fährt noch. Naja, jetzt haben wir halt rot. Warte mal. Wir sind mal frech. Wenn wir das so machen und anhalten und fahren, zählt das dann als korrekt durchgeführte Rotlicht-Rechtabbiege
Aktion oder? Jo, also im Berg hat keiner, weil dahinter uns waren die Bullen. Altjut. Ha! Gelobet sei Amerika und die breiten Straßen. Alter, was ist denn hier? Wollten ihr alle hin? Da ist frei, da nicht so. Hä? Du bleib doch stehen, mach doch, was du willst. Ich fahr jetzt, danke. Vorne wieder rechts und dann links und dann sind wir schon da und das ist wunderbar, aber wir können hier nirgendwo pennen, oder? Weil ich würde hier eine Ruhepause einlegen und dann von hier aus mal gucken, wo es weitergeht. So. Doch, können wir. Müssen wir von da und immer noch da. Da ist eine Schlafmöglichkeit. Da wäre ein Shop. Hier sind wir gerade dran vorbei. Und dann fahren wir hier hin, das ist der kürzere Weg. So machen wir das. Aber erstmal abladen. Ein bisschen Kohle kriegen. Und für noch knapp 30.000, dann können wir den Kredit ablösen. Dann gibt es nur einen LKW. Wir könnten auch jetzt nochmal 200.000 oben drauf aufnehmen an Kredit. Neuen LKW bauen. Toll, jetzt sieht man das durch den Kopf. Jetzt würde ich das wahrscheinlich so gerne machen. Abbezahlt kriegen wir ja so oder so. Wir haben ja dann den LKW hier quasi frei für einen neuen Angestellten. Was unterm Strich lange Zeit ihr sehen halt für mehr Profit spricht. Deswegen, ja, bin ich am überlegen, was machen wir denn jetzt am schlausten, weil also wenn nach mir gehen würde, würde ich das Ding hier weiterfahren, weil der ist cool. Weil ich will auch andere LKWs haben, weil die sind auch cool. Ja, ich brauche Spiegel, stelle ich gerade fest. So läuft die Sache besser. Ich bin gerade gespannt, wir bringen ja Bauholz. Da ist ein Kran. Zu einer Baustelle, alles klar. Ah, das ist aber aus dem LS, ja Quatsch, hier aus dem ETS, oder? Mit der Baustelle und der Baugrube. Aber volle. Ja, moin. Ja, schön vorsichtig über die Platten, weil sonst fallen wir hier rein. Ja. Satteln angekommen. Okay, vorbei. Schade. Ich wollte gerade noch ein Bild machen. Also ja. Haben wir ein Level up? Nö, schade. Da fehlen noch knapp 200, 610 EP. Na gut. Dann fahren wir mal schnell zu dem Hotel zurück, würde ich sagen. Die normale Foto. Sehr schön. Drehen wir hier um. Fahren runter schlafen, weil wird nämlich gleich dunkel. Wendekreis von so einem. Hallo, so. Von dem hier, der ist echt gar nicht schlecht. Wenn du mal nämlich eine Kabine nehmen, also mit einem großen Sleeper hinten dran, dann hast du wieder 1000 Meter Wenderadius und.
Hier ist ja schon was los, ey. Okay, die halten an, wir haben grün. Dann fahre ich jetzt einfach mal los. Ey, ich hab Vorfahrt. Hallo? Hallo? Nein, fahren wir los hier hin. Oh Gott, das sagt er schon. Einmal nach links, bitte. USA Saale. Jetzt wäre ein Freightliner-Händler cool, aber laut Spiel liebt er ja keinen. Deswegen ist die Frage. Da ist so ein Ding da. So weit hätte ich auch Bock. Ist aber ein Canvas. Was ein Hin und Her. So, hier ist das Hotel. Hinten rum nach davor. Hallo, vorwärts, nicht rückwärts. Okay, wir fahren immer hinten rum. Okay, wir hätten hier auch schon pennen können. Wir können hier überall schlafen. Stellen wir uns hier im Schatten. Heizt sich die Karre nicht so auf. So, oder? Guck mal, hier ist doch romantisch. Sehr schön. So, das ist morgens um 4. Peter Pan hat 2600 verdient. Das ist schön. Peter Pan hat nochmal was hinterhergelegt. Okay, dann ist er nochmal eine Runde um Kirchturm rum. 6600, das ist ein schönes Geld. Da ist bestimmt irgendeiner gleich im Level aufgestiegen, könnte ich mir vorstellen. Nee, ist er nicht. Komm, wir schlafen einfach nochmal. Oh, Schluck Kaffee. 1,8, Kredit weg. Wir sind bei 82. Ja, okay, wir haben wieder Viertel Dreie. Okay, komm, wir gucken mal auf dem Frachtmarkt, was hier abgeht. Wobei, das ist auch ein schönes Bild hier. Wenn man nur das Licht ein bisschen anmacht. Schauen wir mal, wo wir das nächste Mal uns hinbewegen. Denn wir sind in Fresno und hier haben wir... Oh. Oh lala, Salt Lake City, genau in die Richtung, in die wir wollen. Aber das sind einfach mal 878 Meilen. Das ist unfassbar viel. Was haben wir noch? Ich würde vielleicht nicht ganz so weit fahren wollen, aber... Die Richtung Utah ist schon mal nicht schlecht. Guck mal, so weit hier. Wobei der Preis, der war heiß. Ha, was machen wir jetzt, verdammt mich. So ein Ding hätte ich noch nicht gefahren, ne? Also Aufträge gibt es genug. Daran sollte nicht liegen. Wobei, das lockt schon ganz schön, aber da bin ich so weit und so lange unterwegs, ey. 47.000, das ist haufenweise Kohle. Idaho in die andere Ecke. Nochmal 31. New Mexico. Ah. Nach San Diego wäre auch toll. Was entspannt ist. Dann würde ich nochmal weiter Richtung Süden fahren wollen. Alle wieder Richtung Norden hier. Puh. Tja, was machen wir? Irgendwas, was, ist alles so weitläufig. Sehr, sehr weit. Sehr, sehr, sehr weite Touren. Das hier wäre vielleicht auch nicht schlecht, oder? Nach Galopp. Da könnten wir jetzt zwischendrin mal, einen Stopp machen bei Kingman. Möbel. Ist doch nicht so schwer.
Aber hier könnten wir auch St. George. Aber hier sind einfach mal echt viele Kilometer mit unfassbar viel Landstraße, so wie es aussieht. Weltkarte, ich muss mal gucken. Wo wollen wir denn hin? Ich würde gerne Richtung Salt Lake City fahren. Nach Salina war was, ne? Glaube, wir machen das jetzt einfach. Wir nehmen den an. Wir müssen uns da leider ein bisschen beeilen. Aber ist nicht schlimm. 26.000. Ich hoffe, das ist nicht so weit weg. Doch, das ist weit weg. Das hat sich schon mal erledigt. Pass auf, wir machen das beim nächsten Mal. Ich werde jetzt diese Route hier löschen. Und mich verabschieden. Denn beim nächsten Mal, wenn wir irgendwas finden, wo wir hinfahren, das wird dann nicht so schwer sein, haben wir ja schon öfter geschafft. Also, wir gucken nochmal kurz auf die Bank. 89. 82. Okay. Das sieht ja nicht schlecht aus. Gut, für heute sollte das gewesen sein. Beim nächsten Mal kriegen wir das schon irgendwie auf die Reihe. Also, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Rinnihauen.